Hi, Orks. Wo ist der Nächste? Ja? Was machen Tungdil und... Hm? Ja? Hm, bin unterwegs. Erledigt. Wohin? Da hinten? Hm? Sofort. In Ordnung. Weil die keinen Spaß haben. Oink, oink, kleine Schweinchen. Was denn? Logisch. So, du stößt mal da hoch und kümmerst dich um die Bogenschützen. Oh, hi. Logisch. Die paar Bocklins sind kein Problem. Zu einfach. Ja? Ja, komm mal mit und helf ihm. Erledigt. Hm? Boah, eklig. Mach dich bereit. Abscheuliche Kreatur. Weg mit dem Ork. Der macht's nicht mehr lang. Mhm. Bin unterwegs. Bin auf Weg. Für Frankas. Da ist doch ein Ork. Hier kommt dein Ende. Solche Kreatur. So, damit haben wir genug Orks getötet. Haben hoffentlich ein bisschen Nahrung gesammelt. Und den Orkschädel, den wir brauchen. Während sich die anderen um ihre Blessuren kümmern, findest du eine braune, gepflegte Ledertasche. Du bist dir sicher, dass die Tasche keinem Ork gehört und findest tatsächlich in ihrem Inneren einen verzierten Ochsenschädel. Das wird Hensen freuen. Ihr seid einem Weg durch die Berge... Oder einer großen Enttäuschung. Damit einen Schritt näher. Ja, so kenne ich den Text auch nicht mal, weil ich den Ochsenschädel vor Hendrix, vor Hensen gefunden habe. 8 Nahrung für einen Tag. Gut. Und eine sehr wertvolle Elfenbeinfigur. Ja, wir haben einen Ochsenschädel. Jetzt können wir noch mal durch die Stadt hier. Ihr betretet Seegrund. Sprecht der Priester mit dem Vater. Steht in Gedanken versunken vor dem Tempel, als könne er sich nicht... Wir konnten die Diebe nicht finden. Wir brechen die Suche ab. Wir haben das Lager der Diebe ausfindig gemacht. Wir müssen weiter. Ja, ich würde hier erstmal gerne speichern. LP008... kann ich Seegrund nicht wieder betreten? Na gut, dann opfern wir mal die 8 Nahrung oder 16. Der Priester. Wir haben das Lager ausfindig gemacht. Das Lager der Diebe finden. Ja, das ist großartig. Mit einem aufmunternden Nicken fordert dich der Priester Palandiels auf, fortzufahren. Wir haben mit den Menschen dort gesprochen, es war sehr aufschlussreich. Wir haben mit den Menschen dort gesprochen, es war sehr aufschlussreich. So? Der Priester wirft dir denselben Blick zu, mit dem er sonst die kleinen Sünden der Dorfbewohner tadeln dürfte. Sie sagen, sie hätten Gunther bezahlt, damit er ihnen Vorräte und Saatgut verkauft. Der Priester will protestieren. Er hat sie über den Tisch gezogen. Das wäre eine Erklärung, warum Tavia heute Morgen zurückgekehrt ist, meint ihr nicht? Hinter der Stirn des Priesters arbeitet es. Seine Miene verrät, dass ihm seine eigenen Schlussfolgerungen nicht gefallen. Und was ist mit dem Saatgut und den Vorräten? Die Vorräte wurden versteckt, das Saatgut war unbrauchbar. Die Vorräte und das Saatgut. Ihr werdet beides nicht wiedersehen, wir waren zu spät. Der Priester mustert dich schweigend und du blickst zurück, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr eine Belohnung verdient habt, Herr Zwerg. Der Priester holt einen kleinen Beutel hervor. Er zählt dir einige Münzen in die Hand. Die waren zwar nicht nötig, aber... Gut, wir gehen hier in ein Gasthaus verkaufen. Auch wenn das jetzt einen Umweg bedeutet. Euer Weg führt euch erneut zum Gasthaus Minneburg. Ihr betretet das Gasthaus. Ja, du gehst dorthin. Dort will ich verkaufen die Perle, den Trank, die Figur und den Trank, der nichts bringt.
Du nickst. Wir gehen weiter. So. Machen wir jetzt erstmal die Quest fertig. Die alte Ruine Wackensteins taucht vor euch auf. Betreten. So, wir können noch mal mit Hansen reden. Hansen. Hast du Helga? Na, der sagt uns nur, was wir fürs Fest tun. Brauchen wir den Ochsen. Genau. Du bist hier ziemlich. Bis später. Gut. Gib mir dann erstmal den Ochsenschädel. Der ist an seinem Platz schon mal. Und den können wir auch gleich anzünden. Dann als nächstes die Glocke an ihren Ort hängen. Passt wie angegossen. Das hier kam übrigens auch nicht im Buch vor. Das ist eine wohl ausgedachte Nebenquest, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Und Kräuter verbrennen. So. Auf den Nebel und die Gestalten folgt gewaltige Musik, die in dröhnenden Wellen über euren Köpfen zusammenschlägt. Die Wucht der Musik vernebelt deine Sinne und dir ist, als würde sich die Statue des blinden Wächters von ihrem Thron erheben. Du willst deine Gefährten darauf aufmerksam machen, doch dann merkst du auf einmal, dass du einen Bierkrug in der Hand hast. Unwillkürlich probierst du davon und stellst begeistert fest, dass du seit Urgertod kein so gutes Starkbier mehr getrunken hast. Die Nacht wird zu einem farbigen Wirbel aus Bier, Musik, Tanz und Ekstase. Du erinnerst dich nicht mehr, warum du hier bist oder mit wem du feierst. Für ein paar Stunden vergisst du, was war und was kommen wird. Du bist ganz im Hier und Jetzt. Du erwachst am nächsten Morgen. Du liegst auf dem Rücken und starrst in einen viel zu hellen Himmel. Du drehst dich mühsam auf die Seite und siehst deine Gefährten um dich herum, sonst niemanden. Die Überreste einer wilden Feier, Lagerfeuer, Zelte und Bierkrüge sind noch da. Doch der Zauber ist verflogen. Unter leisen Flüchen erhebst du dich und versuchst, den Geschmack in deinem Mund und die Schmerzen in deinem Kopf zu verdrängen. Zu deiner Überraschung siehst du, dass die steinerne Figur des blinden Wächters einen Tunnel freigegeben hat, der ins Gebirge führt. Mhm. Ja. Ihr habt eine der anstrengendsten, verrücktesten, wildesten Nächte eures Lebens hinter euch. Ihr habt getrunken und getanzt und habt zu der lauten Musik eure Bärte kreisen lassen. Musik? Wo soll denn in den Bergen Musik hergekommen sein? Am nächsten Morgen seid ihr euch nicht sicher, ob alles nur ein Traum war, aber selbst wenn, der Weg nach Westen steht euch offen. Ja. Hier speichere ich nochmal wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht was wir mit den Orks noch anstellen können. Auch wenn das wieder ein Umweg ist. Ich würde aber gerne wissen. Das Orklager wirkt mit seinen Heerscharen und soliden Verteidigungsanlagen noch immer beeindruckend. Ein Angriff wird schwer sein. Doch Namora und Rodario halten sich bereit, um das Lager zu infiltrieren und zu schwächen. Ja, infiltriert mal. Versucht, ihre Verteidigung zu sabotieren und wenn ihr gefahrlos ein paar Wachen ausschalten könnt, nur zu. Aber geht kein zu hohes Risiko ein. Kommt wieder hierher, wenn euch die Sache zu heiß wird. Namora und Rodario stoßen ohne besondere Eile wieder zu euch. Die Infiltration war ein voller Erfolg. Niemand hat die beiden bemerkt. Ja, greifen wir an. Du betrittst mit deinen Begleitern das Orklager. Ihr habt einen langen Weg vor euch. Ich war nämlich mal neugierig, wie das Orklager aussieht und wie brutal es dazugehen wird. Vor allem, weil man an drei verschiedenen Orten Leute anheuern könnte, um gegen die Orks zu kämpfen, was ich bis jetzt feststellen durfte. Ich bin aber so hart im Nehmen, dass ich einfach meine Kampftruppe losschicke.
Wow, nur noch 48 Nahrung. Ja? So gut wie erledigt. Oh. Hey Jungs. Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Ja, und das sieht schon mal gar nicht gut aus, so wie wir da gerade von denen da oben niedergemacht werden. Jo? Ein unterwegs! Die schlagen verdammt hart zu! Ja. Deswegen mal lieber raus aus der Bogenschützenreichweite. Und jetzt? Oink, oink, kleine Schweinchen. Jo. So. Einverstanden. Erledigt. Wenn der erste Versuch hier nichts wird. Abscheuliche Kreatur. Eklig. Was denn? Erledigt. Sehr gerne. Und weiter. Ich hab kaum gewehrt. So. Und ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Das ist Pech für dich. Erledigt. Den da doch weg. Jetzt warten wir mal ein bisschen auf Regeneration. Weil wir können uns ja Zeit lassen. Jetzt müssen wir durch den Geschosshagel durch. Und jetzt? Nun fast da. Aber klein. Einer weniger. Okay. Der ist im Imbridge. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Togdeal. Rückzug. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Ja, ja. Ja? Endlich. Ja, die ganzen Bogenschützen hier sind furchtbar. Zu einfach. Was denn? Oink, oink, kleine Schweinchen. Wunder, könntest du mal? Okay. Ich lade das hier. Nur damit wir es mal gesehen haben, das ist eine echt heftige Ork-Festung, die wir da durchboxen könnten, theoretisch. Irgendwie. Also indem ich mir wahrscheinlich die Hilfe von den ganzen Leuten noch zusichere. Aber dafür habe ich echt nicht mehr genug Nahrung. Ich meine, ich habe nur noch 88, also... Wenn wir jetzt weitergehen, können wir vermutlich nicht mehr zurück. Der Mechanismus sieht aus, als wenn er den Pass hinter uns schließen wird. Wir sollten uns sicher sein, dass wir alles erledigt haben. Und seit nichts mehr zurück. Die Festung der Ersten liegt weniger als 10 Tagesmärsche von hier entfernt. Jo. Als ihr am Mittag unter einem Felsvorsprung rastet, beschließen Rodario und Vorgas, Eisangeln zu gehen. Und sofort sprechen die Zwillinge sich dagegen aus. Eis und Wasser sind gleich heimtückisch. Sie locken dich, und ehe du dich versiehst, verschwindest du für immer darin. Wie in einer Ehe, meinst du? Zuerst locken dich die Weiber, aber wenn du brav in ihren Armen bleibst, ist das schöne Leben allzu bald vorüber. Das schöne Leben, in dem du anderen Männern die Hörner aufsetzt, verprügelt wirst und eines Tages an einer schmerzhaften Geschlechtskrankheit stirbst? Alles Verleumdungen, meine Liebe. Rodario bleckt kurz die Zähne und folgt Vorgas dann zum Ufer. Er erinnert mich an einen Geißbock, den wir mal hatten. Besprang alles, was nicht bei drei aus dem Weg war.
hat eines Tages eine Geist bestiegen, die zu nah am Abgrund stand. Im Übermut sind beide wie Klippen runtergefallen. ja. Euer Weg führt euch über eine verschneite, hügelige Ebene. Und als ihr einen besonders steilen Hügel erklimmt, stockt ihr. Vor euch tut sich eine Gletscherspalte auf. Ihr blickt euch um, aber in unmittelbarer Nähe gibt es keine Stelle, an der ihr den Spalt überqueren könnt. Ja. Sucht einen Weg, den Gletscherspalt zu umgehen. Ihr folgt dem Verlauf des Gletscherspalts. Nach einer guten Stunde ist das Ende des Spalts immer noch nicht in Sicht. Dafür entdeckt ihr eine Höhle, die parallel zum Spalt sanft abfällt. Erkunden wir die Höhle. Ihr könntet euch in der Eishöhle verlaufen und jämmerlich erfrieren. Doch letztlich siegt deine Neugier und wie sich herausstellt, gibt es nur einen einzigen sich windenden Gang, der euch nach etwa einer Stunde in eine größere Kammer führt. Du gehst mit vorgestreckter Fackel voran und siehst einen Schatten im Eis. Erschrocken machst du einen Satz zurück, als du erkennst, dass es die Leiche eines eingefrorenen Menschen ist. Ein Glitzern am Boden lenkt Gulengars Aufmerksamkeit auf sich. Ein verzierter goldener Schild. Er ist ein Stück im Eis eingefroren, aber man sollte ihn leicht befreien können. Reines Gold! Das Stück ist sicher was wert, aber nutzlos in einem Kampf. Wäre das nicht sowas wie Grabraub? Deine Gefährten bleiben dir eine Antwort schuldig. Ja, nehmt den Schild mit. Den habe ich auch schon das letzte Mal mitgenommen. Du erlaubst Goimgar, den Schild aus seinem eisigen Gefängnis zu befreien. Nachdem ihr euch im Rest der Kammer umgeschaut und eine kurze Rast eingelegt habt, sucht ihr einen Weg zurück an die Oberfläche. Ohne weitere Verzögerungen könnt ihr euren Weg fortsetzen. So. Ich speichere hier schon mal, weil ich nicht weiß, ob jetzt gleich die Cutscene kommt, wenn ich aufs nächste Gebiet trete. Oder erst, wenn ich Ogertrot betrete. Nein. Gut, mit 24 Nahrung, was genau noch für 3 Tage reichen würde, sind wir gleich davor, Ogertrot zu betreten. Nicht Ogertrot. Die Festung der Ersten. Ja, Ogertrot liegt ja da ganz unten irgendwo. Ah, hier. Irgendwann von hier unten sind wir nach da oben hingekommen. Und vorher waren wir ja hier. Sind wir hier durch unterwegs gewesen und waren hier unterwegs. Also hier müsste genau ein Fluss sein, über den wir gekommen sind. Ach ja, und hier ist Toboribur. Also der Ort, an dem sich die Orks eingenistet haben, die durch das Tor damals geprescht sind. Das ist schon krass. Hier oben ist Zonbalsur, die Festung der Albe, die hier durch den steinernen Torweg gekommen sind. Und hier unten ist Toboribur, das Reich der Orks. Die Orks haben es wirklich geschafft, sich ziemlich schnell durchzukämpfen durchs geborgene Land und sich hier auszubreiten. Ja. Hier ist das Reich der Dritten übrigens. Und ich glaube hier oben ist das Reich der Vierten, genau. Und da das ehemalige Reich der Fünften. Ja, hier steht es, glaube ich, Fifth Kingdom. Und wir sind jetzt gleich beim Reich der Ersten, beim Firstling Kingdom, ja. Aber ich mache hier nochmal, speichere hier am besten nochmal drüber. Und mache einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.